Ja, hallo, herzlich willkommen zu dem Giveaway für den Rodpod. Vielen Dank nochmal an AF hier an der Stelle. Wie gesagt, ich hatte euch ja gesagt, einfach in die Kommentare reinschreiben, welche Fische ihr euch noch wünscht. Und wie gesagt, selbst wenn ihr reingeschrieben habt, was ich ja gelesen hatte mit den neuen Augen, dass ihr gerne mehr neuen Augen fangen wollt. Ne, klar, lasse ich auf jeden Fall auch gelten. Aber wenn jetzt jemand nur Moin Moin reingeschrieben hat, das qualifiziert natürlich nicht für das Giveaway. Ja, also es muss schon irgendwas mit Fischen zu tun haben. Also posten wir jetzt. Also wie gesagt, der Gewinner, schreibt mich bitte gerne in-game an. Und er muss, er muss hier in die YouTube-Kommentare nochmal seinen Ingame-Namen reinschreiben, ja, damit ich den Gewinner von den YouTube-Kommentaren, weil die heißen ja meist unterschiedlich, die Gewinner, ne, damit ich verifizieren kann, dass der YouTube-Gewinner auch der Spieler ist, dem ich das dann schicke, ne? Also schreibt bitte der Gewinner jetzt hier in dem Video bei den YouTube-Kommentaren noch bitte seinen Ingame-Namen rein. So, wir posten das Video rein. So, hier habe ich nur jetzt Include Replies, Allow Duplicates habe ich jetzt nicht. So, und dann jetzt geht's los. Anything goes, er filtert alles raus. Er lädt jetzt hier die Kommentare, 153 Kommentare und Goldforelle. The Hard Bradler hat die Goldforelle geschrieben. GZ zu dem Rodpod. The Hard Bradler, einmal bitte deinen Ingame-Namen hier in die Kommentare reinschreiben und mich dann bitte bei F4 Ingame anschreiben, dann kann ich dir den Rodpod schicken. Herzlichen Glückwunsch, vielen Dank nochmal an F4 an dieser Stelle. Das war es auch schon. Und ich bin gespannt, was noch alles so in Zukunft bei AF4 auf uns zukommt, ob wir einige von diesen Fischen, die ihr jetzt geschrieben habt, da noch mit reinkommen. Ne? Ich denke, also ich vermute mal, irgendwann wird es schon Südamerika geben und Amerika und was weiß ich, Asien, irgendwas wird schon irgendwann kommen. Ne? Also ich denke, da gibt es halt noch ganz andere Fische wie jetzt nur in Russland. Ne? Ich glaube, die russischen Fische haben wir die meisten alle durch. Gut, das war's dann erstmal. Vielen Dank und dann bis zur nächsten YouTube-Folge. Tschüss.